Wie würde es aussehen, wenn man Among Us mit Roblox Doors kombiniert? Hallo? Kann mich wer hören? Wie bin ich hier gelandet? Hilfe! Hey, kleines Among Us-Männchen, du bist heute im Spiel Roblox Doors. Roblox, ich kenne nur Among Us. Was ist das für ein Spiel? Tja, kleiner Mann, das wirst du heute wohl erfahren. Kleiner Mann, du weißt nicht, dass ich hier der Imposter bin. Komm her. Wow, 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 entspann dich. Ist in Ordnung. Denn heute, Freunde, spielen wir mal zusammen Doors in Among Us. Oder Among Us in Doors? Und in diesem Spiel spielen wir als Among Us-Charakter die Roblox Doors, wo wir Türen öffnen müssen, um zum Ende zu kommen. Und ob wir es auch in diesem Spiel schaffen werden, bis zur finalen Tür zu kommen, das werden wir uns dann herausfinden. Damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Imposter in Door Survival. Und in diesem Spiel sind wir hier. Dieses kleine Among Us-Männchen, was es kaum abwarten kann, in Roblox Doors zu spielen. Und deswegen klicken wir direkt auf Play. Und wir können uns jetzt hier ein bisschen bewegen. Jo, das ist die Tür wie in Doors. Das ist richtig cool gemacht. Ich habe meinen Koffer vergessen. So, einmal meinen Koffer einpacken. Jo, alles klar. Let's go. Und das Abenteuer. Kann los. Wir können es jetzt sogar hier Vitamine kaufen. Okay. Wir können eine Taschenlampe kaufen und einen Loopstick. Und dann würde ich sagen, los, kleines Among Us-Männchen. Renn, renn, renn. Und oh, wir müssen jetzt hier, zack, den Schlüssel holen und damit die, zack, die Tür aufmachen. Ja, das ist ja richtig cool gemacht. Okay, check this, check this. Jo, alles klar. Ne, hier ist nichts. Wo ist denn mein Handy? Ich habe doch mein Handy vergessen. Hier, vielleicht im Schrank? Wir können uns im Schrank verstecken, also vor den bösen Monstern. Ich bin mal gespannt, ob es auch hier Monster geben wird oder sowas. Es gibt hier auf jeden Fall einen Schalter. Zack, den können wir auch direkt betätigen und damit die Tür öffnen. So, was haben wir denn hier drin? Ein schönes... Oh mein Gott. Ey, 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 ey. Da war die Spinne, Freunde, wie im echten Roy. Ey, ey, chill. Junge, chill. Chill, Mann. Ist ja nur... Junge, du hast angegriffen. Schnell weiter. In Tür Nummer 5. Sammle die Bilder ein. Auch in diesem Spiel müssen wir jetzt hier das Bilderquiz machen. Jo, lass mich einmal durch. Perfekt. Und jetzt, zack, müssen wir das Bild da einplatzieren. Und das runde Bild kommt natürlich an die runde Stelle hin. Oh yeah. Und es ist so cool gemacht. Es ist wirklich wie in Doors. Auch mit den Challenges, mit den Aufgaben. Bitte keine Spinne. Danke. Und auch hier haben wir Türen. Und es kommt. Und warte mal, was kommt? Und das Licht flackert. Schnell, wir gehen in den Schrank rein. Oh mein Gott, ich höre was. Oh mein Gott. Da war Rush. Habt ihr ihn gesehen? Jo, da war einfach Rush. Und wir öffnen die Schränke. Und wieso rede ich so? Let's go. Junge, ich habe richtig Herzschlag. Ich habe richtig Angst hier. Das allererste. Oh mein Gott, das erste Monster, was es auch im Doors-Spiel gibt. Tür Nummer 8. Let's go. Junge, was läuft da? YouTube? Aha, interessant, interessant. Dann haben wir hier ansonsten nichts. Dann gehen wir mal weiter. Und, wir haben hier wieder, zack, hier verschiedene Bilder, die wir jetzt hier... Also sortieren müssen. Okay, interessant, interessant. Kleines Among Us-Männchen, wir gehen heute zusammen auf ein Abenteuer. Und ich bin so gespannt, wie viele Türen es geben wird und was sich hinter der letzten Tür hier befinden wird im Among Us-Doors. Oh, was ist das für ein schreckliches Bild, Freunde. Schau dir mal dieses Bild an. Hier kommt da was. Ich bin versteckt. Du kannst mich nicht holen. Naja, wir gehen mal raus und gehen wieder rein. In Tür Nummer 11. Fake-Tür. Fake. Hallo? Ist da wer? Ich bitte Sie, bitte klopfen Sie doch an. Okay, in welche Tür gehen wir jetzt? Fake-Tür oder die normale? Ich gehe in die normale Tür, Freunde. Bitte, 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 bitte. Und falsche Tür. Und nee, ich gehe einfach weiter. Wow, es passiert einfach nichts. Oh, oh mein Gott. Okay, ich glaube, es ist doch diese Tür gewesen. Und ich dachte schon, wieso passiert nichts? Auf einmal kommt Rush und nimmt uns komplett hops. Ey, ich bin doch nur ein armes, kleines Imposter-Männchen, ey. Among Us-Männchen, nicht Imposter. Ich bin natürlich hier. Hallo? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo? Links, rechts, links, rechts. Renn. Au, au, au. Lass mich durch. Was war das denn? Jo, ich weiß den Namen nicht vom Monster, aber ich glaube, das war das Monster, wo man immer so nach rechts rennen musste, nach links rennen musste. Und wir sind einfach, oh, durch. Ey, nein, nein. Jetzt kommt die ganze Gang. Jetzt kommt die ganze Spinnenfamilie mit ihren Brüdern und Schwestern. Ey, Leute. Sei mal durch, bitte. Vielen Dank. Oh, nein, ich brauche einen Schlüssel. Hä? Nein. Ich habe mich verirrt. Ey. Alter, wenn ich jetzt von Spinnen erledigt werde, dann fresse ich einen Besen, ey. Das kann doch nicht sein hier. Schnell. Hä? Wo soll denn hier ein Schlüssel sein?
Ist hier. Oh, warte mal. Kann ich hier was machen? Du brauchst einen Schlüssel. Ach echt. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Aber von wo sollen wir jetzt hier den Schlüssel bekommen? Haben wir vielleicht in irgendeinem Raum? Wow. Da liege ich. Tür 13. Oh, von 52. Das bedeutet, 52 Türen gibt es also. Oh, wir können die Bücherregale durchsuchen. Und hier war der Schlüssel einfach in irgendeinem Buch versteckt oder wie? Okay, da würde ich sagen, renn, kleines Männchen. Renn um dein Leben. Und da haben wir jetzt den Schlüssel gefunden. Und zack, let's go. Nächste Tür. Oh, hier ist ein Kamin. Schön, ein bisschen hier den Po aufwärmen. Na, das tut gut. Aber wir hören kein Geräusch und kein Lichterflackern. Das bedeutet, Rush kommt nicht. Dann gehen wir mal. Oh mein Gott, eine lebendige Toilette. Dann natürlich, alles klar, alles klar. Nein, 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 nein. Wow. Eine Toilette hat uns aufgefressen. Razor Tooth? Junge, also von dem habe ich aber noch nie einen Dorst gehört. Ey, nicht mal auf der Toilette ist man sicher. Das kann ja nicht sein. Aber bevor diese Toilette kommt und uns wieder auffrisst, zack, gehen wir mal. Oh, oh mein Gott, das nächste Monster. Und ihr dürft mir nicht anschauen. Okay, das bedeutet jetzt, rennen, 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 rennen. Düp, 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 lalalalalala. Und schnell weiter. Let's go. Nächste Tür. Oh, es ist so dunkel hier. Wir kommen, oh mein Gott, wir kommen den Augen näher. Ey. Ey, Leute, hört auf mich anzugucken hier die ganze Zeit. Okay, das bedeutet, ihr wisst, welche Monster wir damit näher kommen. Und zwar Sieg. Oh ja, die Augen werden immer und immer mehr. Und rennen. Vor wem soll ich rennen? Okay, ich renn. Ihr habt mich überzeugt. Oh mein Gott, das ist Sieg. Schau. Oh mein Gott, renn. Geradeaus. Oh mein Gott, renn weiter. Nein. Tür 22, da ist der Sieg. Du musst vor ihm wegrennen. Ach so, danke schön für die Information. Das hätte ich ja gar nicht gewusst. Oh, schnell, durch die andere Tür. Oh mein Gott, jetzt hier an der Hand vorbei. Oh, Entschuldigung, ich muss einmal durch. Vielen Dank. Und, okay, versteck dich. Okay, ich versteck mich. Ich weiß zwar nicht vor was, aber, hallo? Wo kommt der wer? Naja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Wenn hier nichts ist. Oh mein Gott, ich glaube, es ist... Ich höre schon den Sound. Oh mein Gott. Es ist die Figur. Die Spinnengang kommt wieder. Ich glaube, das waren die Sounds von der Figur. Also the figure. Und damit betreten wir Tür Nummer 27. Und er ist blind. Ja, es muss er sein. Er hört ja nur auf die Sounds quasi. Und nicht... Oh. Was war das? Und nicht... und er kann nichts sehen. Hier. Okay, ist hier was? Oh, hier ist ein Bild. Wir müssen jetzt ein Rätsel oder sowas bewältigen. Okay, da würde ich sagen... Ab geht es. So, Entschuldigung, ich muss einmal durch hier. Perfekt. Und, okay, er ist blind steht. Aber was müssen wir mit den Bildern machen? Müssen wir wieder zurückrennen oder sowas? Ne, ich glaube, sorry, falscher Raum. Wir müssen wahrscheinlich zur nächsten Tür hinrennen und irgendwas hier mit diesem Bild machen. Okay, wir rennen durch die Tür. Oh, da ist der Freund. Oh mein Gott. Die Figur. Wir müssen jetzt ganz leise sein. So, zack und... Oh nein, nein. Tschüss. Haha. Oh mein Gott, das ist ein Mensch. Komm. Okay. Ganz vorsichtig. Oh, ey, Junge, der chillt da ja schon. Der wartet schon so. Als würde er auf sein Paket warten. Okay, wir warten vielleicht mal ein bisschen. Jetzt ist die Luft. Okay, die Luft ist rein. Wir müssen immer nur so Stück. Oh mein Gott, Stück für Stück. Nein. Oh, shit. Okay, das Bild abgeben. Und jetzt von dir durch. Renn. Was? Nee, ne? Tür 29. Und ja, wir wurden durch die Figur erledigt. Es kann nicht sehen, aber es hört auf die Vibration. Und da liege ich, ey. Wie so ein vergammeltes Stück. Oh, das nächste Bild. Da haben wir das nächste Bild hier gefunden. So, da würde ich sagen, zack, ab geht es. Haben wir hier noch irgendwas? Und oh, was ein Zufall. Let's go. Da haben wir hier das nächste Bild. Und jetzt sollte sich, oh, die nächste Tür öffnen. Tür Nummer, oh, 30, okay, wir schauen uns, ey, wir sind ja zurückgerannt, so, oh, wir rennen schnell durch und schnell umdrehen, okay, und schnell weiter, und, ah, wir brauchen Schlüssel, so, das bedeutet, wir müssen zwar hier ein wenig umschauen, hallo, haben wir den Schlüssel, jo, vielen Dank, ah, wir haben noch sogar hier, was können wir eigentlich, guck mal, wir haben noch so eine Taschenlampe, die haben wir noch bis jetzt, die haben wir bis jetzt ja noch gar nicht benutzt. So, zack. Ah, guck mal. So ist das Ganze noch besser. So sehen wir wenigstens ein bisschen was im Dunkeln. Können wir ja. Wow, nee. Leute, jetzt reicht's euch. Jetzt reicht's. So, zack, wir legen den Schalter um. Schnell und weiter geht die Post. Und, oh, hallo? Geht es. Wer klopft da gegen die Tür? Hallo? FBI? Ist es soweit? Wurde ich geschnappt? Okay, Coins sind hier drin. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen so vertraue. Oh, das Licht hat geflackert. Freunde! Oh nein! Was?
Wir konnten uns nicht im Schrank verstecken, weil da irgendwer anders drin war oder irgendwie sowas. Und dadurch wurden wir von Rush erledigt. 32. Moin George, er chillt hier sein Leben. Er hat auf jeden Fall ein chilliges Leben hier. Und ich glaube, durch diese Tür sollten wir lieber nicht gehen. Können wir hier das Ganze öffnen hier? Nee, alles klar. Da würde ich sagen, tschüss, war eine schöne Zeit mit dir. Nett, dich kennenzulernen. Aber wir gehen, aha, erstmal weiter. Hier können wir eine Münze. Ja, die snacken wir mit. Ansonsten, Freunde, ey, ich öffne keine Schubladen. Oh nein, mehr, nein, 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 die Toilette. Nein, 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 nein. Okay, ich hoffe, es ist die richtige Tür. Und, warte mal, ey, wer ist er denn? Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, noch eine Toilette. Nein, nein, natürlich, natürlich, natürlich. Ey, ey, wie viel soll ich denn noch überleben? Es kommt von jeden Ecken irgendwelche Monster. Die gibt es in Doors gar nicht. Okay, wir sind wieder soweit. Tür Nummer 36. Das Licht flackert. Ich hoffe, hier ist keiner drin. Wir sind versteckt und... Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Da war er. Rush. Er ist an uns vorbeigerusht, aber... Yo, Bandy, na? Alles klar, ich gehe hier nur vorbei. Ich brauche nur den Schlüssel. Nein, 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 nein. Ach so, wir sind wanted. Na klar, verdammt nochmal. Ich raste gleich aus. So, jetzt aber. Letzter Versuch voll. Wir sind schon so weit. Wir kommen dem Ende. Oh mein Gott, da kommt was. Ja, wir gehen... Nein, diese Maske immer im Schrank. Was macht der da im Schrank, frage ich mich. Ich hatte ja nicht mal eine Chance gehabt irgendwie. Das ist ja so random immer, ob er da drin ist oder nicht. So, wir schauen mal hier. Hier ist wieder nichts. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Wir legen den Schalter so um und perfekt. Wir sind dem Ende schon so nah. Was? Es kommt wieder Sieg? Oder? Nein, 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 nein. Renn, 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 schnell. Oh nein, 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 den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel, gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Lass mich durch. Und, oh, gerade so. Okay, wir haben aber doch hier, jawohl, let's go, wir haben unser Leben geheilt. Wir hätten noch hier diese Vitamine-Tabletten gehabt oder irgendwie sowas. Oh, es regnet und gewittert schon draußen. Da ist der, Sieg, Sieg. Wir gehen durch die Tür. Bitte, 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 wir sind richtig, links, rechts. Wir gehen durch die rechte Tür. Wir gehen durch die rechte. Oh, nein, aua, oh, Shred, durchs Feuer. Nein, hier ist kein Ausgang. Oh, nein. Ich glaube, das war die falsche Tür. Oh, schnell. Wir gehen durch die Tür. Alles klar. Nee, sorry. Hier bin ich auch falsch. So, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich durch die Tür rennen. Schnell, 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 schnell. Ja. Renn, 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 renn. Schnell und... Oh, endlich. Wir haben es geschafft. Wer bist du denn? Moin. Schnell. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, auf einmal kommt da irgendwie eine Psychospinne von oben. Oh, das Licht hat geflackert. Wir gehen auf den Zaun. Ja, es kommt. Rush kommt. Zack, wir gehen rein. Easy, easy, easy. Weiter geht's. Was? Nein, war das Ambush? Das war Ambush. Ich glaube, er ist wieder zurückgekommen. Oh nein, und so, wir waren so knapp davor. Ich dachte, das wäre ganz normal Rush gewesen oder so, aber anscheinend war es Ambush. So, wir holen mal wieder unsere Taschenlampe, dass wir wieder ein bisschen... Ich passe hier nicht durch. Dass wir wieder ein bisschen besser sehen können. So, Bilder sortieren. Das... Oh mein Gott, das ist easy. Hört ihr die Sounds? Ich glaube, Freunde, wir kommen so langsam zu den allerletzten finalen Türen und zum Finale und zum Ende. Ich bin so gespannt, was uns erwarten wird. So, haben wir... Ah, hier unten haben wir noch ein Bild. Wohin muss das sein? Ah, hier drüben. Das habe ich gar nicht gesehen. Und zack, let's go. Damit hat sich die nächste Tür hier einmal geöffnet. Da ist sie, die Figur. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist die letzte Tür wahrscheinlich. Nein, 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 schnell, schnell, schnell. Ganz leise. Da haben wir das erste Bild. Bild Nummer 1. Nein, 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 nein. Renn, 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 kleiner Mann, renn. Renn, renn, renn. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. So, wir haben das erste Bild jetzt. Aber ist er wieder vor der Tür. Oh, moin. Na, was geht ab? Wir rennen weiter, wir rennen weiter. Oh, und, Entschuldigung, Entschuldigung. Und Tür Nummer 50. Und, hä? Er ist wieder da? Oder gibt es zwei von der Sorte? Wir nehmen das erste Bild. Ist nicht flackert. Sag nicht, Rush kommt jetzt. Nee, okay, das wird keinen Sinn machen. Oh, er kommt von dir. Jetzt, 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 jetzt unsere Chance. Schnell, wir hüpfen. Wir gehen vorbei und... Oh, tatsächlich. Und... Ah, nein, wir brauchen hier bestimmte zwei Bilder. Warte mal, können wir das jetzt irgendwie fallen lassen oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Aber wir können hier was anderes durchsuchen. So, ist das hier das richtige Bild? Welche Form brauchen wir denn? Ich glaube, ja, das ist das erste Bild. Perfekt. Und jetzt brauchen wir noch hier eine runde Form. Wir müssen uns natürlich überall hier in den ganzen Bücherregal umsehen. Und dann, Freunde, Tür 52. Oh mein Gott, das ist die letzte Tür. Das ist hier... Ey, nee, das Bild wollte ich nicht. Das hier ist wirklich die allerletzte Tür. Und dann... Oh, ist das? Ist das die richtige Form? Wir testen es aus und let's go damit. Okay. Ach so. Wir müssen auch noch an der Wand die Bilder platzieren. Hier. Okay, okay. Jo. Jo, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, das bedeutet, hier in dem Raum haben wir eigentlich alles durchsucht. Wir brauchen noch hier zwei Bilder. Ganz vorsichtig. Moin. Hallo? Bin ich hier richtig? Ich wollte nur Kreide holen. Okay, okay. Ganz leise.
Nein, ne? Nee, ne? Kurz vor Schluss. Und hier haben wir noch ein Bild. Ja, perfekt. Wunderbar. Und dann fehlt es noch ein einziges letztes Bild. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Das geheime Endor. Also ich muss sagen, Freunde, das Spiel hier ist wirklich schwieriger als das originale Spiel, ey. So oft, wie wir schon erledigt wurden von diesen Monstern. Okay, ganz, ganz vorsichtig. Hier ist gerade nichts. Wir schauen mal. Wow. Eine Münze. Oh, renn. Ruhig sein. Okay, okay, er tut sich. Oh, ey, wir müssen uns aber bewegen. Schnell, wir haben's. Hips auf. Okay, wir haben's. Endlich haben wir es geschafft. Und das ist sie. Die finale Tür. Let's go. Und da hinten ist der Ausgang. Ich kann es kaum abwarten. Ab geht es nach draußen. Und haben wir es geschafft? Und das Ende. Oh mein Gott. Wir haben es endlich geschafft. Nee. Nicht nochmal spielen. Auf keinen Fall. To be continued. Das war jetzt wirklich Among Us in the Roblox Stores. Auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Es war aber wirklich super schwierig. Vor allem durch die ganzen Monster. Wir hatten Rush, wir hatten Ambush, wir hatten die Figur, wir hatten Sieg, aber auch neue Monster. Viele lebendige Toilette hatten wir gehabt, die diese Challenge auf jeden Fall richtig schwierig gemacht haben. Aber wir haben es wirklich geschafft. Wir haben alle Türen bis zum Schluss öffnen können. Und damit hat unser kleines Among Us Männchen es wirklich geschafft, Roblox Stores in Among Us durchzuspielen. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.